wenn ich daheim den flüssigen Eyeliner probiere zu machen, dann verquackelt er mir, wird immer zu dick, ungleich. Hast du mir irgendeinen Tipp, dass er nicht zu dick wird, nicht immer ungleichmäßig und verwackelt? Ich schminke heute einen flüssigen Eyeliner und zwar fange ich an mit der Grundierung des Augenlids. Das heisst, ich nehme einen leichten Lidschatten mit einem Glanz drin und tue es mit einem flachen Pinsel bis in die Lidfalten aufschminken. So kommt nachher mein flüssiger Eyeliner optimal zur Geltung. Damit der flüssige Eyeliner nicht verwackelt aussieht, fange ich an, indem ich beim Augeninneren ganz feine Striche mache, ganz näher am Wimpernkränzchen entlang und arbeite mich so raus zum äusseren Augenwinkel. Am Schluss muss ich dann nur noch die Striche miteinander verbinden. So entsteht mir ein dezenter, exakter und sehr feiner Lidstrich. Um das Ganze abzurunden, tue ich am unteren Wimpernkränzchen ganz fein mit einem schwarzen Lidschatten betonen. Dann zum Schluss, was auf keinen Fall fehlen darf, ist der Mascara. Da nehme ich einen schwarzen Mascara und tue ihn sehr stark aufträgen, mehrmals drüber tuschen und mache das in Form von Zickzackbewegung, damit die einzelnen Hörli schon gerade beim Auftragen getrennt werden und dass wir nicht verklumpen. Dann tue ich auch noch die unteren Wimpern tuschen, damit die Augen das Strahlen bekommen. Dank dieser Strichli-Technik weiss ich jetzt, wie ich den Lidstrich dünn, exakt und vor allem passend zum Tages-Make-up bringen kann.